Hallo meine lieben Leute, euer BlueX2 mal wieder am Start und wir machen weiter mit euren Leveln und ich fange an mit einem Level von DannyH09, nämlich Mega Mario's Mechanical Mansion. Yep, er hat mir das tatsächlich auch eingesendet, der Engländer. Und ja, allerdings denke ich eher, dass er nur so kurz auf meinem Kanal war und das Level eben eingesendet hat und wahrscheinlich das Level gar nicht sehen wird, wie ich das spiele. Aber egal, ich spiele es trotzdem. Ja, man weiß ja nie. Wäre zumindest nicht der erste Ausländer, sage ich jetzt mal, der meine Videos guckt. Auch wenn er nichts versteht. Von daher mache ich es einfach mal. So. Ah, es sieht nach einem, ja, mehr oder weniger Mechanic-Castle aus. Oder ja, das sagt ja auch der Name, ne? Mechanical Mansion. Okay. Gut. Mich stört so ein bisschen diese... diese Sicht, die mag ich gar nicht. Vielleicht ist die hier besser. Oh nee. Wo muss ich lang? Ah, ich glaube, ich weiß. Ja. Ich gehe davon aus, dass in jeder Röhre eine oder zwei Münzen sind und wir die brauchen. Okay. Dann mal schauen. Vielleicht hätte ich nicht beide Münzen einsammeln sollen. Aber egal. Ist ja egal. So. Bomb ab. Wow, und die ganzen Luigis. Ja gut, jetzt habe ich wenigstens wieder normale Sicht. Das ist doch schön. So. Muss ich hier rein? Nein. Oben rechts. Oben links. Okay. Und da haben wir die erste Münze. Sind die beiden Pilze eigentlich unterschiedlich, was die Sicht angeht? Also gibt es da andere Symbole? Zum Beispiel dieser Luigi. Wird er dann zu einer Peach? Oder sind das beides die gleichen? Ich weiß es zugegebenermaßen nicht, da ich relativ selten solche Level spiele. So, aber ich komme jetzt nicht ran mit dieser Vision. Oder muss ich noch hier irgendwo ran? Nö. Ah doch, jetzt aktiviert sich der. Okay. Ja, das ist nice. Ah, okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist der 480p-Style. Man sieht kaum was. Wobei 480p ist eigentlich auch ganz gut. Habe ich auch sehr lange mit 480p geguckt. Joa. So schlimm finde ich das gar nicht. Wobei 720p ist heute eigentlich schon Standard. Okay, und ich war in der Röhre und jetzt muss ich in die Röhre. Und ich habe zwei rote Münzen gesammelt. Alles klar. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich auch zwei rote Münzen geben. Und man kann den Stachelhelm nehmen, wenn man groß ist. Okay. Und ich darf mich nicht an die Luigis halten. Sonst sterbe ich. Oder ich hole mir einfach wieder einen neuen Pilz. Die kommen ja, denke ich, unendlich raus. Jawohl. So, aber ich nehme den Luigi, um den Bowser ein bisschen schneller zu töten. So, und dann kommt Peach zu mir. Ha, wenn ich den Bowser treffe, dann sieht man kurz Karmic auf Bowser. Das ist lustig. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. So. Nee, anscheinend ändert sich an der Vision nichts. Na, lass ich das auch mal. So, jetzt kommt wieder der Jump'n'Run-Abschnitt. Okay. Ja gut, ich habe jetzt mit einem Rätsel gerechnet. Also mit einem Musikrätsel, aber es kam nichts. Und ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil ich habe nämlich den Sound nicht so ganz erkannt. Ja, wenn ich ihn nochmal hören würde, dann würde ich ihn wahrscheinlich erkennen. So, ich glaube, ich brauche wieder so einen Pilz. Ich sollte mir zumindest einen mitnehmen. So, und dann kriege ich hier wahrscheinlich die nächsten beiden Münzen. Ich brauche jetzt wieder die Luigis und einen Toadie, der auf der schnellen Kanute reitet. Jawohl. Und dann komme ich hier durch und dann... ist das ein Schuh? Ja, das ist ein Schuh. Interessant. Ja, ich spiele tatsächlich sehr selten mit diesem, mit dieser Verwandlung. Aber sie ist ganz cool. So. Der aktiviert was. Jawohl. Okay. Ach, shit. Ah, gut. Hat keine Konsequenz gehabt, dass ich nicht schnell genug bei dem Koopa war. So, ja, ich stoße dich einfach nochmal an. Du Koopa, und jetzt aktiviere den Powerblock bitte, oder die Bombe macht ihren Job. Jawohl. So, dann haben wir eine Münze. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein kleiner Boss. Und dann kriegen wir die restliche Münze. Jo. Zwei Münzen fehlen aber noch. So, die muss ich alle haben. So, hier, da muss der Mann schon runter. Jawohl. Ja, es ist nicht schwer, das Level.
Aber es hat schon seine Ideen. Jetzt muss ich allerdings wieder alle Power-Ups wegschmeißen. Das tut mir im Herzen weh. Oder? Geht das? Nee. nee, das geht nicht. Ja, jetzt ist die Frage, wie verletze ich mich jetzt? Ah ja, okay, so. Jetzt geht der Helm weg. Und jetzt bin ich klein, okay. Das war noch mal ein Rätsel. Wie verletze ich mich? So. Checkpoint und noch ein Checkpoint. Und dann kommen die letzten beiden Münzen. Und dann kommt wahrscheinlich noch ein Endboss. So, aber ich hole mir den... Ja gut, ich brauche den Pilz nicht, weil in dem Raum waren auch Pilze. Jawohl. Die Pilze sind doch überall. Warum auch nicht? So, ach, hier kommt was raus. Ein Stern. Okay. Da wird es jetzt auch mal abwechslungsreich. Mit Sterni. So, die Frage ist, brauche ich noch einen Stern? Würde ja eigentlich Sinn machen. Weil in der Theorie bin ich ja jetzt schneller, weil ich diese Hindernisse nicht habe. Aber ich glaube nicht, dass er das so verlangt. Nee, tut er nicht. Gut, dann gehen wir einfach mal so weiter. Jo, können wir schon klettern. So. Ich aktiviere einfach mal alles. Alles, was ich sehe, aktivieren. Und dann kann man eigentlich nichts falsch machen. So, Helm. Also man sollte nichts falsch machen können, wenn das Level gut gebaut ist. Außer es gibt Reset-Röhren oder Reset-Türen. Dann kann man das schon so machen. Aber ansonsten sollte es immer richtig sein. Und ich habe jetzt kurz gedacht, dass der Schlüssel auch anders aussieht in diesem 360p-Style. Aber nope. Gut, und jetzt sind wir schon im Ziel. Ja, ich habe jetzt eigentlich noch mit seinem Endboss gerechnet. Aber andererseits, wenn ich da gestorben wäre, dann wäre der Schlüssel weg gewesen. Und ich hätte alles nochmal sammeln müssen. Von daher war es ganz gut, dass, ja, dass man jetzt nicht mehr sterben konnte, nachdem man die Schlüsseltür aktiviert hat. Von daher, hat mir gut gefallen. Und man kann es auf jeden Fall auch schneller lösen, wenn man alle, wenn man alles weiß. Genau. Aber wir machen jetzt weiter mit Kiki als Seele auf YouTube und hier Luke. Und zwar, ja, gut, eine wirkliche Beschreibung gibt es hier nicht, aber es ist ein Squid Jump und ich kann noch mal versuchen, den Weltrekord zu machen. Ja gut, dann bedeutet das für mich, dass ich einfach mal durchrenne. Ich habe den Weltrekord leider nicht gesehen, von daher weiß ich nicht, wie schnell ich sein muss. Aber, ja, gut, ich habe es wahrscheinlich schon verkackt. Ja, beim ersten Mal durchspielen ist es sowieso eigentlich recht schwer, da einen Weltrekord zu haben. Weil man halt das, den Levelverlauf noch nicht kennt und eben hier zum Beispiel runterfällt. So. Ja, jetzt ärgert es mich, dass ich die Zeit nicht angeguckt habe. Na naja, ich laufe trotzdem mal durch. Und das Level ist wirklich einfach. So. Hier schwebende Pilze, das sieht nicht unbedingt schön aus. Also da kann man drauf achten, dass die Pilze zumindest irgendwo aus dem Boden wachsen. Jawohl. So. Nee, ich bin viel zu langsam. Ja. 50 Sekunden schon verbraucht. Und es geht so weiter. Ja. Ah ja, okay. Wow. Jetzt wäre ich aber fast gestorben noch. Das wäre nicht so cool gewesen. Aber das wäre absolut meine Schuld gewesen. So, ich muss dahin. Ja, das hat schon wieder 2 Sekunden. Oder 3 Sekunden sogar gespart, wenn ich das schon gewusst hätte. So. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich schon das Ziel. Nee, noch nicht. Aber bald. Hier vielleicht? Ja. Ja, hier ist das Ziel. Ja, ich denke mal, der Rekord ist unter 80 Sekunden. Da bin ich doch mal gespannt. Aber nee, ich habe den 100 Pro nicht. Weil wenn jemand das Level zum zweiten Mal gespielt hat, dann hat der 100 Pro eine bessere Zeit. Aber wenn ich der Erste bin, der es zum ersten Mal gespielt hat, dann passt das so. Ja, und in der Tat habe ich doch noch den Rekord. Ja, unter 80 Sekunden, ne? Ja, ich habe ja unter 80 Sekunden. Jawohl. So. Und dann machen wir gleich weiter mit Lea Sturm auf YouTube und hier Muffet. Inside the Pipe. Als Beschreibung, der Account gehört meinem Kumpel. Okay. Aber Muffet ist doch weiblich. Oh nein, der YouTube-Account gehört ihrem Kumpel. Genau. Und Muffet ist das Mädchen, das das Level gebaut hat. So. Und es ist das erste Level, was sie gebaut hat.
Und ein schweres Rätsel-Jump-Level. Und ja, ich bitte darum, es schnell zu spielen. Ja, ich glaube, das schnell bezieht sich hier nicht auf die Zeit, sondern auf die Zeit, ja, wann ich es denn gespielt habe. Aber es gibt halt nun mal eine Wartezeit von etwa, ja, ich schätze mal so 3 Wochen. Ich habe es noch nicht so ausgewertet, wie lang die aktuelle Wartezeit ist. Aber, ja, mit 3, 4 Wochen könnt ihr eigentlich rechnen. So, ja, es ist ein schweres Rätsellevel. Das kann natürlich wieder alles bedeuten. Das kann wirklich alles bedeuten. Ja, ich nehme mal, ich versuche das Trampolin mitzunehmen. Das geht auf jeden Fall. Ja, ich check mal die Röhren ab. Man kann ja nie wissen, ob hier irgendwas ist. Aber ich glaube, hier ist nix. Nö. War hier noch was? Oder bin ich von da gekommen? Ja, von da bin ich gekommen. Dann ist oben vielleicht was. Nee, okay. Gut, dann sind die Röhren alle nur zum Fake. So, ich will das Trampolin aber mitnehmen. Und das versuche ich auch nach wie vor. Ja, aber ich traue mich nicht so richtig, da reinzuspringen. So, ach nee, 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 nee. Okay, ich tue mal so, als ob ich das Trampolin nicht brauche. Und werde es jetzt verbrauchen und jetzt komme ich da nicht hoch. Heiliger Mist. So, nein, was macht Mario? Jetzt habe ich kurz den Halteknopf losgelassen. So, das soll natürlich nicht so sein. Gut. Ja. Wie komme ich jetzt hoch, ohne den ohne den Halteknopf zu drücken? Oder Rennknopf, ja. Scheiße! Okay. Jetzt komme ich da nicht hoch. Mann. Ja gut, ich versuch's nochmal mit dem Trampolin. Ja, geht doch! Oh Gott. Mann! Trampolin. Jetzt bin ich hier schon 130 Sekunden. Und du kriegst nicht hin. Heiliger Mist. So. Aber ich probiere es weiterhin. Und ich lasse wieder den Rennknopf los und ich gönn mir jetzt halt nochmal einfach neue Zeit. Weil ich es kann. Aber jetzt schaffe ich es schon wieder nicht, wetten. Bim bim, ja, ich weiß. So, ich muss kurz bevor ich da drauf lande, den Knopf liegen lassen. Genauso. Ach, da oben ist auch noch eine Decke. Ach Gott, das heißt, ich brauche das Trampolin da. Beziehungsweise ich komme da so nicht drüber. Warum baut man so einen Sprung sofort am Anfang hin? So, das ist einfach nur nervig eigentlich. Aber es ist auch das erste Level, von daher sage ich jetzt mal nichts dagegen. So, nee. Ich denke immer, dass ich es nicht schaffe. Beziehungsweise, dass ich zu weit springe und dann springe ich ein bisschen zu kurz. Ja, und dann passiert sowas hier. Ach Mensch. Okay. Ja, ich glaube, ich schneide jetzt mal. Weil das ist ja sehr langweilig hier. Ach komm. Mann, das ist ultra nervig. So, jetzt habe ich es endlich geschafft. Das war ultra nervig, der Sprung. Vor allem diese ganzen Geräusche nerven. So, ich glaube, ich bin wieder falsch, oder? Ja, ich muss mit dem Stern mich hier quetschen lassen. Nein, bitte nicht. Also dieses Ding-Dong, das nervt. Und das ist anscheinend überall. So, Monty, lauf mal. Ich hoffe, das geht nicht so weiter, das Level. Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Ich brauche den Powerblock. Ach, und ich sollte den Stern nicht missbrauchen. So, ach, hier brauche ich den Powerblock. Mit dem Trampolin geht's ja nicht, nee. Ja, dann brauche ich das Trampolin gar nicht. So, Stern her. Oder hast du keinen mehr? Achso, der liegt noch da. Von daher spawnt er nicht zweimal. Na gut. Dann los geht's. Und diesmal kriege ich dich, Powerblock. Ach Gott, ey. Das Level regt mich schon etwas auf. Und da oben sieht's so aus, als ob es da eine Secret, als ob es da ein Secret geben würde. Wo man mit einer geheimen Ranke hochkommt. Anscheinend ist hier nichts, beziehungsweise ich sehe es gerade nicht. Aber wahrscheinlich gibt es da irgendeine Abkürzung. Wenn ja, wäre das ziemlich blöd. So, ich habe mich nochmal am Start umgesehen. Und in der Tat gibt es hier zwar keine Ranke, aber einen Mancher, der nach oben führt. Und
Hier ist ein Pilz. So. Und das bedeutet, wahrscheinlich kann man sich das Level jetzt abkürzen. Und... Oh, okay. Sowas mag ich eigentlich gar nicht. Aber ich hole mir jetzt erstmal den Pilz und dann gehe ich da durch. Und dann hoffe ich, dass das keine Abkürzung bis zum Ziel ist, weil ansonsten wäre das echt blöd. Aber ich rechne eigentlich schon damit. Ja, und dann sehe ich eigentlich auch gar nicht ein, warum ich das Level weiterspielen soll. So, wo war jetzt der Block? Jetzt kommen Bowser-Flammen, okay. So, hier war der Block. Ja, ich hüpfe jetzt einfach mal da drauf. Und dann... Schaffe ich es nicht. Ach Gott. So, jetzt aber. So, jetzt bin ich hier drin. Und mal schauen, wohin ich komme. Da bin ich doch jetzt mal gespannt. Komme ich zum Ziel? Oder ist das nur eine kleine Abkürzung? Aber wenn mir jemand schreibt, ja, ich habe dir ein sehr schweres Level gebaut, ein sehr schweres Jump- und Rätsel-Level, dann horche ich eigentlich immer auf. Ja, vor allem, wenn es dann... Es ist jetzt eigentlich gar nicht so schwer gewesen bisher. Ja, nur halt der eine Sprung, aber wenn dann jemand so eine Abkürzung einbaut, die vielleicht zum Ziel führt, dann ist das halt echt kacke, ja, sage ich einfach mal. Muss ich einfach so sagen. Und dann sehe ich auch, ja, ehrlich gesagt gar nicht ein, warum ich das Level spielen soll. Also bitte achtet darauf, wenn ihr mir ein Level einsendet, dann habt bitte keine so eine blöde Abkürzung drin, die zum Ziel führt, weil es ist einfach nur dumm. Es ist dumm, ja. Wenn ihr euer eigenen Level nicht schafft, dann macht sie einfacher. Wahrscheinlich wäre da jetzt schon noch etwas Schwierigeres gekommen oder noch Schwierigeres und vielleicht ohne Checkpoints auch noch und was weiß ich. Also bitte, ja, schafft eure Level selbst legal. Ansonsten ist es echt blöd. Genau. So, ich mache jetzt noch ein kurz aussehendes Level, nämlich The Lost Levels, gekürzt vom Sammy. 5-4, habe ich den noch? Ja. Genau. The Lost Levels 5-4. Und es könnte sein, dass das vom Server gelöscht wird. Okay, anscheinend wurden hier schon einige Level von ihm gelöscht. Wahrscheinlich, weil sie nicht beliebt genug waren. Oder halt nicht genug Sterne bekommen haben. Das hat ja eigentlich, ja, mehrere Einflussfaktoren. Nämlich einerseits die Anzahl der Sterne, andererseits die Anzahl der Leute, die das Level eben betreten. Und die Abschlussrate. Und irgendeine Kombination aus diesen drei Sachen wird dann darüber entscheiden, ob halt ein Level von den Servern irgendwann gelöscht wird oder eben nicht. Also es hängt nicht nur von den Sternen ab und es hängt auch nicht nur, ja, von einem der anderen beiden Dinge ab, sondern eben von allen drei. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Aber wie genau das abhängt voneinander, das weiß keiner. Und auch ich nicht. Aber in der Regel, wenn man sich Mühe gibt mit den Leveln, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Und die Flamme habe ich jetzt nicht erwartet. Und anscheinend ist das ein Nachbau von The Lost Levels vom Originalspiel. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ich sterbe jetzt hier unnötig. Vielleicht, weil ich mich noch so ein bisschen darüber aufrege, über diese Abkürzung vom letzten Level. Das kann gut sein. Aber ich denke, das ist nicht von The Lost Levels, sondern es ist von seinem eigenen Spiel. Das heißt ja auch 5-4. Wobei, nee, ich, ja, ja doch, eigentlich sieht es schon wie Lost Levels aus, ja. So. Aber ist auch egal eigentlich, ich spiel's einfach mal. So. Keine blöde Flamme diesmal, bitte. So, wo bin ich denn vorher gestorben? Ich glaube hier. Jawohl, diesmal sterbe ich hier nicht. Danke, so. Und weiter geht's. Und diesmal kommt auch keine blöde Flamme. Wobei, die Flamme ist echt scheiße. So, hier rein. Und da ist ein Kommentar. Warum habe ich die Kommentare aus? Keine Ahnung. Ach Gott. So, es ist nur ein Bowser. Und Bowser ist leicht zu besiegen. So wie auch hier. In der Regel ist er leicht zu besiegen. Es gibt durchaus schwere Bowser-Kämpfe, die dann aber auch teilweise relativ nervig sind. Jawohl. Und ich schaue noch kurz, ob das wirklich von The Lost Levels ist. Ja, doch, bestimmt. Sonst würde es ja nicht so nennen. Aber ich gehe mal kurz auf das Profil von Sammy. Ja, und ich würde mir jetzt keine Sorgen machen, dass dein Level gelöscht wird vom Server. Außer
außer du investierst halt nicht so viel Zeit in deine Level, dann kann das schon sein. Also lieber immer etwas mehr Zeit investieren in die Level als wenig, weil, ja, dann wird das Level eigentlich nie gelöscht werden, weil es in der Regel gut ist. Oder zumindest über dem Durchschnitt. Und, jawohl, ja, ich bedanke mich wieder für diesen Part, beziehungsweise ich bedanke mich fürs Zusehen, dass ihr zugesehen habt in diesem Part. Und, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dann, einen schönen Tag und ciao!